Wenn der Zauber geglückt. Ja gut, er ist ja, er wird ja um die Magieresistenz abgezogen, also Hälfte an der HSP musst du trotzdem abstreichen. Oder Hälfte an sind der sie HP. vollen? Ich glaube, Hälfte an sind der sie HP vollen. abgezogen. Ich glaube auch. Nein, der Zauber scheitert, wenn du einer mehr hängen Ah, dann lässt. habe ich. Gut, habe ich zwei mehr, ist egal. Und denk dran, dass du dir noch einen abziehen darfst, du hast hier die Kraft Da drauf, brauche ich wenn du eine einen Aktion hast. mehr, aber für Möchtest Kraftwaffe, ne? du dich noch Kraftwaffe. bewegen? Möchtest du noch schleichen oder einfach nur da an der Stelle bleiben? Auch, ich Ich habe meine ja nicht, ich meine zwei diese Runde. Aktionen. Ach so. Du kannst ihm übrigens am Blitz keine Zeit lassen, fällt mir gerade so ein. Ja, ich möchte mich bewegen, halt im Gehen. Ach so, ich muss mich Ja, aber genau, auf der selber Karte links da bitte. schieben, sorry. Also Avemir hat noch eine Aktion. Stimmt. Ist ja so oder so nicht geschafft. Dann sag, schnell. Ja, ich bewege mich hinaus. Wie viel Schritt? 3 Schritt? 8, beziehungsweise 80 dann auf dieser Karte. Einfach alles mal 10. Ja, dann. Ich schlage ein Auge des Priors von meiner Brust und rufe hinaus: Verblendetes Pack! Priors Zorn überkomme euch! Und wirke einen Blendstrahler Sache an. Aufgestuft, Aufgabe 3 bitte. 2 bitte. 4, 10, 7. Sorry, lass mich kurz. Wir sind auf dämonisch verseuchtem Territorium, sagst du? Plus 2 hatte ich gesagt, Plus Finstermark. 2. Dann nochmal plus 2, weil ich um 1 aufstufe. Nicht 24. Handeln wir in göttlichem Auftrag? Nö, aktuell nicht. Lass Nach mich gucken, eigenem was ich so. Auftrag. Lass mich gucken, was ich sonst noch so habe. Na, hier. Handeln wir aus einer Notlage heraus. Nein. Ich bin kein Altbrecher. Nicht auf geweihtem Boden. Gebietet wird nicht, wir sind nicht im Monat Preis. Noch nicht. Greife ich ordnendes Weltgeschehen ein? Ich Nein. würde sagen, ja. Nicht, nein. Ich versuche gerade einen Paktierer abzustechen. Wenn das nicht ordnend ist, dann weiß ich nicht was. Nein. Warum nicht? Okay. Dann sind wir bei einer insgesamt locker flockigen plus 4. Schauen wir, wie das aussieht. Warte kurz, ist meine Methodikkenntnis überhaupt? Ja. Also so. Ja. Aber die Wirkung hängt von der Dingens ab. Ja, schön. Echt, Ich möchte dass du auch direkt gern gegen ihn? hier gegen ihn und noch einen anderen. Ich pick ihn gleich raus, ja. So gegen PP. Chip die 18. Chip die 18. Es kann nicht scheitern. Chip die 18. Das ist tatsächlich egal. Nein, das ist nicht egal. Ich verliere einen Prios, Punkt. wollt. Er Prius wollt aber trotzdem, also ich hätte gerne den. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Fängst 7, du bei 8, ihm her 9. an, bei dem untersten? Ja. Und dann einmal die Reihe hoch. Genau, einmal die Reihe hoch, ich ignoriere die Hetzer, das heißt der letzte, der hier oben wird. Und hat, sie Ja. bekommen, ich lese es dir einfach vor. Sorry, dass die Vakation ist. Ich bin gerade maximal gestresst. Okay. Abhängig von der Alle. höchsten MR, oder? Na, MR bei Prios? Oh, dann weiß ich Junge, nicht. geh nach Hause. Okay. Alle Talent-, Zauber- und Fernkampfproben des Geblendeten sind um LKP Sternhalbe, in diesem Fall plus 5, weil wir auf Grad 2 sind, erschwert. Seine Initiative sinkt um LKP Sternhalbe plus 5 Punkte. Außerdem werden LKP Sternhalbe plus 5 gleichmäßig von AT und PA abgezogen. Also, wie Ich viel war. verliert er? 9. 9 halbiert oder was? Nein. Ich habe 4 LKP Sterne, wie du sehen kannst. Plus 5 sind 9. 5 hast du, 5 Sternchen, 4, Naja, genau, unten, weil du weil die ich 19 unten neu gewürfelt gewürfelt hast. habe. Gut. Sind 9 Punkte, die ihr in die Initiative verliert. Richtig. Und die er auf seine Zauber bekommt und die Erhagengardisten. Ich glaube, bei ungleichmäßig wird zuerst von der Attacke gezogen, richtig? Warte, Ich ich glaube guck beim Blitz, schon, ich aber finde, es kann sein. ich guck beim Blitz, ich finde, da steht's bei. Dann habe ich noch einen auf der 18 und der andere geht auf die 9. Gut. Ja, zuerst von der Attacke. Also verlieren Sie 5 AT, 4 PA. Wie lange dauert das? Nicht viel, denn dann sind nur 4 Kampfrunden, ja. 4 Kampfrunden. Ja. Gut. Dann ist Kiras dran. Ja, ne? Schon. Du willst jetzt anrennen? Ja, ich gehe auf jeden Fall zu, ne? Wie hoch ist deine Geschwindigkeit? 8 mal 3? Sieben. 7 mal 3 sind 21. Okay, dann passt das.
Okay, dann ist der letzte der Bettelmönch. Ja, wurde jetzt gerade von Praios geblendet. Hat eine. Es wird seine Geschwindigkeit vermindert? Nein. Seine Geschwindigkeit ist 18. 18 mal 3 reicht nicht. 54 Meter. Dann würde er das sogar schaffen. Rennt gerade durch die Hecke durch. Okay. Er kann natürlich eine Gewandheitsprobe versuchen. Nee, er rennt. Dann schafft das nicht. Was haben wir gesagt? 18? 54. 54. Kann er seinen freien Schritte nutzen? Das ist richtig. Er hatte sogar noch nicht von denen er vier Stück hat, ja. Aber wenn er rennt, kann er dann nicht mehr angreifen. Nee, genau. Er hat jetzt zwei Schritte nicht benutzen, um taktischen Vorteil zu bekommen, also zum Beispiel in Reichweite kommen. Nö, also er müsste dann eben die Distanzklasse würde er dann noch aussuchen, aber er kann nicht verkürzen. Genau. Also du kämpfst wahrscheinlich auf N oder so und er musste dann gucken, er hat auch ein ganz normales Schwert, also auch ne. Und N. Gut, dann bin ich durch mit der 27. Dann nächste Kampfrunde. Die zweite, ich mache mir gerade eine Notiz. Die Irrhaltenlisten fangen an. Die rücken vor, lassen ihre Hunde frei, die dann automatisch alleine anstürmen. Er rennt hier so ein bisschen. 1, 2, 3. Was haben die für eine Geschwindigkeit? 10, 9 mal 3 sind. 30. Achso, nee, sorry, 29. Reagieren die Jungs irgendwie aufs geblendet werden oder ist denen das egal? Ja, schon. Die sind in Formation, halten sich teilweise die Hände an die Augen, aber würden dann versuchen, dressiert ist es ja nicht, aber so konditioniert wie sie sind, dann versuchen, in Formation weiter vorzurücken. Diszipliniert. Diszipliniert. Ja, außer der Letzte in der Reihe, der sich denkt, hey, was ist denn los, Jungs? Was habt ihr? So, das heißt, wir machen einmal den hier und dann 8 mal 3. Gegen den Baum. 24. Oh, 24. Zack. Wir haben ja Zeit. So, das war die zweite Kampfrunde und 1-2 Aktionen von denen. Dann sind die weißen Hetzer, die hatten auch schon vorgezogen und sind angerannt. Ein Irrhaltgeist, das ist Information weitergerannt, aber mir. Ich bereite einen weiteren Zauber vor. Attributo Schnellsteigerung, Körperkraft. Mhm. Dauert 5 Aktionen, verkürztes Zauber dauert 3 Aktionen. Auf? Genau. Ja, auf mich natürlich. Auf dich? Ja, okay. Hätte ja sein können, dass du andere Leute oder sowas. Ist ja keiner da. Aber mir, der muskelbepackte Frontliner. Das heißt, du streichst dir, während du stehen bleibst, über die Oberarme und rufst. Attributo. Körperkraft. Muskelstärke, Körperkraft, mächtiger Leib, der Neues schafft. Rafim ist gerade aufgestanden, weiter geht's. Rafim ist letzte Runde. Achso, du meinst, er ist jetzt dran, ja. Achso, die Hetzer haben jetzt erst diese Runde gehandelt, okay. Die Hetzer sind jetzt losgerannt. Du bist dran, jetzt. Ja, warte mal, ich glaube, ich kann mich gar nicht so weit bewegen. Könntest du auch durch das Fenster springen, wenn du willst? Kannst du dir die weißen Hetzer binden? Nee, danke. Nee, warte mal. Muss mir gerade mal den Waffenmeister von Arianna angucken. Ich glaube so weit, dass ich nicht mehr in der Tür stehe. Arianna ihm jetzt ein Bein stellt. Oh, das ist der ultimative Verrat. nein, es geht um die weißen Hetzer, ob sie jetzt die beiden weißen Hetzer versucht. Ich glaube, wenn sie mal einen Bogen haben. So, sie hat den Stab, Waffenmeister. Kampfstab. Betäubungsschlag, meisterliches Entwaffnen, aber das hilft natürlich überhaupt nicht. Entwaffnen bedeutet, bei einem Hetzer in den Kopf abzuschlagen. Ja, nee, also dann wird sie nicht gegen die Hetzer gehen. Das war jetzt uns die Überlegung, was der Kampfwaffenmeister von ihr kann, aber gegen Tiere hilft er halt wirklich nicht. Dann entwaffnet sie irgendwelche Irrhakengardisten und geht dagegen. Ihre Geschwindigkeit ist 8, mal 3 sind 26. Avianda habe ich auch durchgezogen, Rafim ist fertig, Isarum. Genau, also ich muss diese Kampfrunde noch komplett durchziehen. Ich verkürze ja meinen Ignisfero und insgesamt brauche ich dafür dann 4 Aktionen. Das bedeutet, in dieser Kampfrunde möchte ich weiter meine 8 Schritt gehen und am Anfang der nächsten Kampfrunde lasse ich den Zauber dann los. Interessant, 8 Schritt von dir. Hast du eigentlich keine Rüstung an? Doch, wieso? Weil du immer darauf achtest. Okay, dann hatte ich noch keine Behinderung. Ich frag nur. Leichte
Achso, ich habe nur einen Dings da, Behinderung von dem. Also ja, dann sind das 7, ne, oder? Gehen. Ja. 7 mal 7 Schritte einfach, gut. Ja, Lan, 21. Ich folge dem Plan, ich springe aus dem Haus und renne los. Währenddessen bitte ich. Ich renne los und bitte währenddessen nach den Chef Hilfe. Indem ich die goldene Rüstung aus dem Amulett ziehe, in das ich sie vor Wochen reingebrannt hatte. Mhm. Noch waren die namenlosen Tage, nicht? Richtig. Die kommen noch. Ich habe nirgendwo gefunden, wie lange das dauert. Entsprechend gehe ich jetzt vom günstigsten aus und sage, freie Aktion. Nee, freie nicht. Aktivieren eines Artefaktes ist immer mindestens eine Aktion. Okay, dann sagen wir eine Aktion. Dann, ja. Durch das Fenster, dann gib mir nochmal eine Körperkraft. Körperbeherrschung. Ja. Jetzt das Fenster kaputt machen willst. Also, ist es nicht aus Glas, weil es ist ein Bauernhaus, aber es sind, halt Holz. Die Lungen noch. Junge, nee. Ein Punkt willst du mir anbieten? Ey, wir haben das Fenster vorher so präpariert, weil wir wussten, dass wir da rauskommen. Ich zieh dir nächste Runde eine Aktion ab. Bin ich nicht nett? Ich weiß, ja, dann ist Kieras dran. Der war jetzt nicht mehr ab, ne? Noch nicht, nein, er steht noch auf Entfernung zu dir. Du musst noch eine Aktion Position machen. Oder halt einen Freiaktionsschritt. Drei. Nee, wie gesagt, Freiaktionsschritt davon. Ich benutze, um zwei. Aktiv in den Kampf zu gehen. Ja, ich gehe und du. Gut, erste Aktion, genau. Dann darfst du was machen? Aktion hättest du noch? Ich finde ihn. Gut, dann versuch es mit einer Finte. Ich überlege gerade, er wird ganz normal ausweichen. Finte 4. Ausweichen ist Finte verdoppelt, oder? Nee. Nein, aber Distanzklassen werden verdoppelt. Das, genau, also. Distanzklassen müsste dann noch geguckt werden. Dann ausweichen Wert ist 20. Das schafft er also. Auch mit deiner Finte. Dann ist er dran und er kann mit seiner verfluchten Klinge zustechen. Achtung! Er hat aufgrund seiner Geschwindigkeit, weil er ein Paktierer in höheren Kreisen ist, eine Autofinte von 10. 10? Er würde treffen. Ja, dann trifft er. Du darfst natürlich versuchen zu parieren. Du hast keine Aktion mehr übrig, du darfst frei ausweichen. Hast du im Parierwaffenkampf nicht noch eine Paradeaktion? Ich kann freies Ausweichen machen, aber in einer automatischen Finte von 10 darf ich nicht ausweichen. Also, wenn du eine 1 würfelst, würde ich. Ich darf nicht ausweichen. Gut, ich dann glaube, du darfst nicht ausweichen. Mit darf nicht ausweichen. 13 TP, Rüstung darfst du abziehen. Würfel mal selber bitte den Trefferzonenwürfel, weil ich den hier auf dem NPC-Bogen nicht habe. In den Schild. Keine Sorge, Kerl, ist Rettung naht. 13, sagtest du, okay. 13 TP in den Schildarm, genau. So, dann hat er einmal gehandelt, zieht er vor, macht er noch irgendwas, er sticht nochmal zu. 3, wieder getroffen. Hat er 3 Aktionen? Ja. Okay. Und noch einmal 13, jetzt nochmal aussuchen, wohin? Wird der gefällige 13. Zweimal schon. Wenn du nochmal bewirst, komm nachher. Ja, in den Schildarm. Bei den anderen. Ja. Du siehst, wie seine Gestalt vor dir flirrt. Du kannst ihn nicht wirklich greifen. Das tut weh, wenn du ihn ansiehst. Und sticht dir einmal links, einmal rechts rein. Du bemühst dich noch einmal, deine beiden Rapiere auch nicht loszulassen. Und kannst dann hinter dir hören, wie dir ja, Aviander entgegeneilt, Isaron von hinten kommt, murmelt, zaubert. Jalan, der Praios schreit. Du siehst vor dir die weißen Hetzer, die mit ihren Lefts nach hinten gezogen durch die Büsche springen und die Irrhalkengardisten, die durch die Büsche jetzt in Richtung von dir nach vorne eilen. Information. Nächste Kampfrunde. Die dritte, die Irrhalkengardisten sind als erstes, die ziehen, was heißt, die ziehen vor, sie bewegen sich. Moment, das mache ich anders. Er bewegt sich dahin. Dann schon mal durch die Hecke? Nein. Sie werden ihre Position so, ihre Formation so ein bisschen aufgeben und das. Wir stehen jetzt perfekt in Ignisero-Formation. So, ihr Halgengardisten sind fertig. Weiße Hetzer laufen wieder durch die Büsche.
der Erste, der dich jetzt anspringt. Ja, der andere ist noch nicht ganz dran. Gib mir eine Sekunde, ich muss das nachsehen. Denn bevor er das tut, darf er eine Mutprobe erschwert um 7 ablegen. Wegen deiner goldenen Rüstung? Wegen der goldenen Rüstung. Hat er nicht geschafft, dann wird er, ja, das ist wohl der Grund, warum er nicht dich anspringt, er auch nicht an dir vorbeispringt, sondern er wird vor dir stehen bleiben, dich anknurren, den Kopf schütteln und auf Verstärkung warten. Er traut sich wohl noch nicht alleine gegen dich. Die weißen Hetzer sind durch, Avianda wird nach vorne eilen und muss da. Ja, sie wird dann versuchen, diesen hier zu binden. Das ist derjenige, der auch geblitzt ist. Aber da sie so oder so Aktion-Position aufgeben muss, kann sie noch nicht angreifen. Avian das durch, ihr haltender Desten, der kann auch noch nicht greifen, der ist hinten. Abelmir. Ich brauche nur eine Aktion. Für die Attribute sind ja drei Aktionen. Also ja. Zwei von Listen und jetzt eine. Dann hast du jetzt eine fertig. Attributo hast du gewürfelt? Noch nicht, also. Ist ein halbierter Zauberdauer 5, Verkürzung der Reichweite 3, sind 8, halbiert 4. Und die feste Variante sind 3, ist ein plus 7 insgesamt. Das wird schwierig. Nicht auf mich. Ich weiß nicht, dann würfel mal. Schauen wir mal raus. Hallo? Plus 7 finde ich schon schwierig. Hä, warum macht ihr das nicht? Achso, ich muss hier gewandert eintragen, Körperkraft eintragen, schon mal. Ja, das von Haus aus ist immer draußen. Warte mal kurz, kann ich das nur getan haben? Körperkraft da. Plus 7. Easy peasy. Gelungen. Ja, doch, das ist gut. Wie viel Körperkraft kriegst du dazu? 10 Punkte für Zetufi Kampfrun, also 17 Kampfrun. Und bist du bei wie viel? 24? 23. Hulk Hogan. Ich habe dadurch aber 2 Punkte in Attacke und Parade mir und 2 Punkte in Körperkraft. Ich weiß nicht, ob es das Programm automatisch einträgt. Wenn du Körperkraft anpasst, ja, also dann trag das als Modifikator ein. Mhm. Dann willst du noch einen Schritt gehen, ne? Beziehungsweise. Ich würde mich hinter Rafim begeben. Da ist schön sicher. Hinter Rafim? Boah. Dann stellt sich hinter Rafim. Rafim. Domangriff, du weißt, du willst es. Domangriff? GS von 10, kann das passen? Weil das scheint mir sehr viel. Nee, Fantasy Grounds wird GS 10 ist falsch, du musst 8 haben. Kommt drauf an, wie viel Gewandtheit hast du? 15. Ja, dann hast du 8. Okay, dann habe ich 7, weil ich habe einen Punkt Behinderung. Irgendwie zum Behaupten, ja, er sei hart behindert. Aber denk dran, du kannst mit 7 21 weit rennen, ja? Genau. Ach, mit 21 kann ich rennen. Sprint. Ja. Sprint ist dreifach. Dann, da kannst du sogar noch einen Sturmangriff hinten dranhängen. Nee, ich will nicht in seiner Angriffsreihenweite stehen ohne Paraden, dann bringt er mich um. Kieras wird jetzt umgebracht, wenn du es nicht tankst. Ja, das mag wohl sein, aber ich habe auch 29 Leben, ich bin auch in der Aktion rot. Ja, Ignisero. Ich würfel mal. Ich will den Zauberspruch hören. Bring Kieras um, juhu. Ich will den ganzen Zauberspruch hören. Und zwar auf 23.000 Dezibel. Auf 23.000 Dezibel? Bist du irgendwie... Naja, lassen wir das. Ich hab Lack gesoffen, ja. Warte. Besonders. Ist besonders. Are you special? Okay. Isarun schreit, Incendium consumiat vos! Und lässt einen Feuerball hoffentlich fliegen. Ja, das ist gelungen. Ein Ignisfero, wohin? Ja, das zeige ich dir. Und zwar genau vor den Latz von diesem Typen. Ja. Ich mach da mal ein Kreuz hin. Ja, mach mal ein Kreuzchen hin. Du kannst auch keine Raster-Schablone. Hier, zack, 1, 2, 3, 4. Sind wir einmal im Token-Layer. Wie groß ist das Ding? 3 Meter? 5. Nein, das Ding ist Infinite Meter groß. Also die Würfel, aber du bekommst Würfel wieder gezogen. Genau. Es sind halt 5 W6, ne? Plus, kannst du die schon mal würfeln? Genau, plus 4 waren das. Also er bekommt hier die volle Ladung und seine Leute stehen hier in Formation neben ihm und vor ihm. Da hilft auch kein Schildwall gegen. Nee. Nicht so viel. Nee, echt nicht gut gewürfelt. Naja, da kommen noch die
4 Punkte aus dem Dings drauf. Achso, die hast du schon. Die sind da. Ne? So, das heißt, dieser Freund hier, der erste, bekommt 21? 17. Die 4 waren schon 17, drin. Ich habe mich nicht. Die 17 dabei, hast du schon dran. Okay. Jetzt sind das nur jemand, 17? Jetzt könnte jemand den Schaden chippen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber wir sind schon in der Wolke. Also mein Chip habe ich schon verheizt, aber wenn jemand anderes gerne den kompletten Wurf chippen möchte, dann wäre ich natürlich nicht böse. Ich würde sofort, ich chippe den Wurf. Achso. Alles klar. Der nächste Chip weg. Dann bitte von demjenigen, der gechippt hat, auch den Würfel neu. 5W6 plus 4? Mhm. 5W6 plus 4. Jetzt kommt die 1-1-1-1-1. Dann dürft ihr aber nicht böse sein. Boah, da liegen aber auch... Der ist auch gut. Ich wollte gerade sagen. Ja. So, 24 nice. Ins Gesicht. Ja, hat sich gelohnt. Dann, was ist denn die Wunschschwelle von dem? Ich würde mal sagen 10, oder? 10 wäre Konsti 16 plus Eisern, ja. Das ja, doch, das sieht ja 15. 15 würde ihm erreichen. Er hat ja seine Kampfwerte sind auf 15. Dann hat er 2 Wunden. Und ich würde mal, wie viel, die anderen kriegen dann einen Schaden pro Meter? Ein Würfel weniger, den höchsten nehmen wir raus. Genau. Pro Meter, ein Würfel plus 1. Ja, und zwar den Würfel mit der niedrigsten Augenzahl, der wird zuerst abgezogen. Das heißt, erst die 3er raus. Ja, die Vakanzione ist. 21, ja gut. Also eine Rüstung werden die trotzdem haben, das heißt, das ist dann nicht die zweite Wunde für die, aber... Ja, und denk dran, dass eine Runde. Der Rüstung verlieren pro. Die Rüstung schmilzt gerade. Ja, stimmt. Ich mach mal eine. Für 10 angerichtete TP sinkt der Rüstungsschutz einer Rüstung um einen Punkt. Also für den Hoshi da direkt mal um 2. Und ich glaube, für die in dem nächsten niedrigeren Kreis auch noch um 2. So, dann wird er Zustand. Counter, Verschiedenes. Er wird betäubt sein. Was heißt betäubt? Er ist am Boden, hat seine Selbstbeherrschungsprobe nicht geschafft. Die anderen haben es aber geschafft. Ich würde einfach nur eine Selbstbeherrschungsprobe für die. Schwert dann auch um die Schadenwunschschwelle drüber. Das haben die aber geschafft. Und die fangen alle an zu kokeln. Wie wird die Wunden, die Rüstung wird jetzt reduziert um? Pro 10 genau. Punkte, einen Punkt. Pro 10 angerichtete TP, nicht SP, sinkt der Rüstungsschutz um einen Punkt. Das heißt Rüstung minus 2. Mhm. Ja, und wenn irgendwie was leicht Entzündliches dabei ist, geht es natürlich irgendwie in Flammen auf und so weiter. Ja, nee, das ist irgendwie Leder bestrichen, dass es dann auch eigentlich nicht brennen sollte. Also, das ist jetzt kein Metall, was die tragen, sondern eher Leder, ja. Schweres, hartes Leder. Leder brennt. Ja, aber nicht wenn du es behandelst. Gut, tat zumindest auf alle Fälle weh, dann ist Isarun durch. Ja, dann. Eine Aktion habe ich schon genommen. Beziehungsweise ich habe tatsächlich noch eine Aktion, nachdem ich den losgelassen habe. Entschuldigung. Und dann würde ich mich nämlich... Lass mal gucken, wie weit ich gehen kann mit meinem 7-Schritt. Ich kann sprinten, ne? Oder? Nur wenn du, wenn du zwei Aktionen hast, sonst nicht. Okay, gut. Dann kann ich halt eine Aktion gehen. Dann gehe ich mal meine 7 lustigen Schritte. Genau. Gut. Dann Jalan. Eine Aktion habe ich ja schon geklaut. Ja, zum Glück habe ich ja 3. Hast du dein Schwert in der Hand? Ja. Ja. Ich glaube, ich liege im Hinterhalt mit den Waffen und ich bin stark. Du hast ja recht, dann hast du noch 2 Aktionen. Mach mal Sturmangriff. Gegen? Den Battle-Mönch. Ja, du, weiß ich ja nicht. Kann ja sein, dass du die weißen Hetzer nicht ignorierst. Springen sie dir in den Rücken. Das müssen sie sich erstmal trauen. Literally. Gut, ich hätte gern, weil ich so ein mieser Wichser bin, noch gerne eine plus 4 zur Schadenserhöhung obendrauf. Ich bekomme, aber mir ist noch nicht im Kampf. Nein. Avianda ist auch nicht mit ihm im Kampf, richtig? Avianda? Nee, Avianda hat er sich den Erhaltner des daneben gesucht. Da hatte ich einen Punkt leichter als Gonzalo Geras. Und das ist eine locker flockige plus 7, das sollte schaffbar sein. Ja, er ist immer noch auf Geschwindigkeit. Und? Das heißt, dass deine. Sein Ausweichenwert und seine Initiative steigen um THP-Stern halbe, ebenso eventuelle TP, die steigen, das habe ich schon einberechnet. Die Parade seiner Gegner wird um THP-Stern halber erschwert. Sag mir, was er hat. Also Würfel ausweichen und dann gucken wir, was er hat. Ja, du hast getroffen, ne? Ja. Gut, dann möchte ich wieder ausweichen. Glaube ich. Das ist für ihn ein Mainzer-Schwert durch die Überzahl. Und dann nochmal noch mehr. Das ja, 2. Also. Damit ist er ausgewichen und du bist durch.
Keras. Ich piekse ihn. Piekst ihn? Du sollst doch keine Frage mehr nachpieksen. Kira Finte. Schaden nehme ich. Ich möchte nämlich Jalan jetzt aufschnitzen, glaube ich. Ah, ich mache eigentlich einen Jalan. Erstmal eine Mutprobe. Schaden bitte noch. Natürlich. Das sind 12 Schaden. Die Mutprobe. Auf den Kopf. Die erschwert ist um 7. Was hast du gesagt? 16 auf den Kopf. So, dann kommt das. Erstmal machen wir die Rüstung runter. Nee, das sind 12 auf dem Kopf. Wieso ist das denn plus 12? Das weiß ich nicht. Du hast eine 4 gewürfelt. Also ich hatte noch Modifikator. Ah, da nee, ihr habt 12 Schaden auf dem Kopf gekriegt. 12 Schaden? Also 24 oder nicht? Wir ziehen erst die Rüstung ab. Und ich möchte weiter pieksen. Warte, wir ziehen erst die Rüstung ab. 12 hattest du gesagt, ne? Mhm. 2 sind 20. Welcher Wild macht ein Rapier plus 8 Schaden? Das ist ein Ronda heiliger Rapier. Ja, aber das ist ja egal. Hochgemaxt. Ja. Also alles. Der macht aber keinen doppelten Schaden an Leugram mit Paktieren. Aber macht er nicht für die Kopfwunde auf 20? Wenn er 33 wach geflammt ist, dann haut's hin. Gut, dann nächstes Pieksen von dir. Ja. Aber warte mal, stopp. Es macht Sinn, dass ich vorziehe. Ich werde vorziehen. Und zwar erst einmal auf dich, vielleicht kriege ich dich ja kampfunfähig gestochen. Nein. Ich dachte, du wolltest mich abstechen. Ja, ich mache einen auf ihn und einen auf dich. Ja, aber jetzt hat er für ihr verfehlt, oder nicht? Warum nicht? Weil er doch die Erschwernis hat von Jalans geblendet. Richtig. Nein, ich greife jetzt Keras. Ja, aber er ist geblendet. Für was anderes. Für 5 Punkte. Was er am Anfang gewirkt hat. Der Blendstrahl gilt. Ach so. Der Junge ist geblendet. Und warum ist der Schaden von Carino ist doch verdoppelt? Ist doch eine 20 auf dem Kopf, oder nicht? Erst Rüstung, dann verdoppeln. Genau, die Rüstung abziehen und dann verdoppelt. Das habe ich mir gerade aufgeschrieben. Ansonsten wäre er dann schon zweimal tot. So, das heißt, ich habe ihn nicht getroffen. Jetzt kommt, jetzt ziehe ich ihn. Kann ich ein zweites Mal vorziehen? Ja, ich kann zweites Mal. Nicht mit dem Ini-Wert. Nicht vor Kiaras. Vor mich. Warte, als zwei. Das war jetzt ja der Schaden von Kiaras. Stimmt. So, du kannst nochmal vor Keras vorziehen. Ja, wenn Keras schon mal war, dann kannst du jetzt vorhin vorziehen. Genau, dann werde ich jetzt erstmal die Mutprobe würfeln, damit ich dich angreifen darf. Das hat er geschafft. Die ist erschwert um? 7. 7, ja, schafft er. Dann hast du noch einen Angriff, der erschwert ist um... Oh ja, 12. 12? Warum 12? 5 aus dem Blendstrahl, die Hälfte von 9. Und die Rüstung? Und die goldene Rüstung mit 13 LKP Stern, von denen es die Hälfte gibt. Ja. Gut. Dann darf jetzt Keras zustechen. Ich muss gestehen, die trifft nicht. Oh, die dritte Attacke trifft auch nicht. Patzer. 20-20. Hast du noch ein Schiff? Ich hab noch ein Schiff, ja. Die schippe ich dann auch. Holla, die Waldfee. 20-20. Ja, 19-20-20. Das muss man ja schon schaffen. Naja, dann Chip. Ja. Siehst du, das trifft. Für jemanden mit Tollfalsch wäre das nur dreifach 20 gewesen. Und das macht 13 Schaden. Noch die 8. Ich steche ihn in den Bauch. 13 minus... In den Bauch. 7.